Ich heiße Claudia Bartholomeizig und ich bin von der Nachbarschaftsinitiative zum Kiez Achel Nördliche Bergmannstraße. Und ich bin seit einigen Monaten in der bezirklichen Politik unterwegs und beschäftige mich mit der in Berlin allseits verbreiteten Problematik der Nachverdichtung und wer das wann wie macht und was Bürgerinnen und Anwohnerinnen dazu sagen können oder nicht. Genau, und das Recht, was ich dabei entdeckt habe, was es tatsächlich zu schützen gilt in Berlin, ist, dass man als Anwohner, Anwohnerin überhaupt, also im Bezirk, kann man in den Ausschüssen sein Rederecht ausüben. Und es ist aber so, dass diese Ausschüsse unter ständigem Zeitdruck stehen und dass natürlich durch die Menge der Dinge, die gesagt werden möchten, von vielen verschiedenen Leuten oft die Zeit nicht ausreicht. Und auch alle, nicht alle, die in den Ausschüssen sitzen, jetzt besonders begeistert sind, dass da noch zusätzlich Leute kommen, die sich auch noch äußern wollen und so. Und so, das heißt, es gilt es einmal zu schützen für Kreuzberg, aber es gilt es vor allen Dingen auch noch einzuführen in anderen Bezirken, denn das gibt es nicht mal in allen Bezirken, dass diese Möglichkeit der Beteiligung eingeräumt ist. Also da ist Kreuzberg mit wenigen anderen Bezirken so schon Vorreiter, ja. So, was ich im Laufe dieser ganzen Aktivität festgestellt habe, ist, ich habe zwar ein Versammlungsrecht und wir wollten das auch nutzen, aber die praktische Umsetzung, es ist kalt, man kann sich nicht irgendwo im Park versammeln. Wo sind denn die Räume, die ich als Bürger, Bürgerin irgendwie völlig unproblematisch nutzen kann, weil ich eben eine Nachbarschaftsinitiative oder Bürgerinitiative gegründet habe und so. Also es war mir nie klar, dass dieses basale demokratische Recht da dieser Beschränkung unterliegt. Dann muss man irgendwo was mieten und wer zahlt dann die Miete? Also ja, und deswegen, und die vom Dragoner-Areal sind da auch schon vorangeprescht. Die haben gesagt, sie wollen unbedingt, dass da so ein leicht zugänglicher öffentlicher Raum für einfach die Möglichkeit, sich unkompliziert zu treffen, eingerichtet wird. Was ich finde, was abgeschafft werden sollte, ist, dass es eine allgemeine verbreitete Unkenntnis in der Bevölkerung gibt, was ist überhaupt Baurecht, was da wo, wie, unter welchen Bedingungen gebaut werden. Und mein Vorschlag ist, dass bei allen Bauprojekten, wo sie auch immer in der Stadt geplant sind, dass für jeden Bürger, jede Bürgerin klar ist, ich kann an die und die Stelle beim Bezirksamt gehen und da liegt erstmal die Grundinformation, wie ist die rechtliche Grundlage. Also wir versuchen da seit Monaten Gewissheit zu bekommen und haben da große Schwierigkeiten, die Informationen so zu bekommen, dass es auch wirklich hieb- und stichfest ist. Genau, und das finde ich, das ist ein Recht, das unbedingt zu erkämpfen gilt in der Stadt.